Ja, wunderschönen guten Abend. Es ist 18 Uhr. Willkommen zum heutigen Webinar Einführung in den MetaTrader 5. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Freue mich, dass ja, so viele Teilnehmer anwesend sind. Na, die Osterferien haben begonnen und deswegen freue ich mich umso mehr um die Anzahl der Teilnehmer. Wir machen heute das Thema MetaTrader 5. Und vorab möchte ich gerne von Ihnen wissen, vielleicht können Sie kurz eine Antwort in den Chat reinschreiben, ob Sie bereits den MetaTrader 4 kennen. Ja, weil daran werde ich mich auch ein bisschen orientieren, wie wir heute die Einführung machen. Also gerne kurz in den Chat reinschreiben. Ja, okay, wunderbar. Wie fortgeschritten Sie da jetzt sind, ist nicht so wichtig in erster Linie, sondern dass Sie zumindest schon mal genutzt haben. Es sind natürlich auch Teilnehmer anwesend, die den MetaTrader noch nicht kennen. Deswegen werde ich hier und dort natürlich auch, ich sage jetzt mal für den Anfänger, da kurz auf Details eingehen. Aber im Wesentlichen werden wir heute tatsächlich die Unterschiede uns angucken. Was ist jetzt neu im MetaTrader 5? Ja, dass Sie da einen Einblick und Vergleich haben. Denn wer sich jetzt, ja, ich sag mal, gut mit dem MetaTrader 4 auskennt, der wird keine so großen Schwierigkeiten haben, den Umstieg zu vollziehen, wenn gewünscht. Und bevor wir jetzt auch anfangen, weil ich auch weiß, dass am Ende des Webinars sehr viele immer auch das Webinar verlassen müssen aus terminlichen Gründen oder was auch immer, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich werde den Link auch in den Chat reinschreiben. Falls Sie mit uns zufrieden sind, das Deutsche Kundeinstitut führt eine Umfrage durch, dass Sie da sehr, sehr gerne, würde ich mich sehr freuen und wir hier das Team FXLit, wenn Sie für uns abstimmen würden. Der Link ist in dem Chat. Da bitte ich Sie darum, falls Sie mit FXLit zufrieden sind, für uns abzustimmen. Ja? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und ich möchte Ihnen erstmal bei uns auf der Webseite kurz eine Tabelle zeigen. Selbstverständlich haben Sie hier schon mal unseren Slider gesehen, mit der Ankündigung, dass wir MetaTrader 5 anbieten. Und wenn Sie jetzt hier bei uns auf der Webseite Handelsplattformen, Flagships und MetaTrader 5 entsprechend auswählen, sehen Sie hier natürlich ein paar Informationen, aber hier eine Vergleichstabelle. Und die Tabelle ist jetzt so aufgebaut, dass wir wirklich unsere Version jetzt vergleichen, also das, was wir anbieten. Der MetaTrader 5 hat natürlich ja, sehr viele Neuerungen und Funktionen, die ja auch andersweitig nutzbar sind. Da werden wir natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, wenn wir uns das gleich im Programm angucken. Aber hier haben Sie schon mal erste Informationen darüber, was sich letztendlich verändert hat. Ja? Und zum Beispiel Zeiteinheiten war auch immer ein wichtiges Thema. Ordertypen, da sind zwei neue dazugekommen. Wie gesagt, wir werden uns das Ganze in der Praxis anschauen, aber Sie können hier schon mal erste Informationen entnehmen. Gerne kopiere ich auch den Link in den Chat. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur der Praxis. Und so sieht der MetaTrader 5 aus, wenn Sie den installiert haben. Also ich habe den tatsächlich hier neu installiert, so dass Sie auch wirklich das gleiche Bild sehen, was Sie dann letztendlich auf Ihrem Computer haben werden. Vielleicht noch eine Zwischenfrage. Wer hat denn bereits schon ein MetaTrader 5 Demo bei uns registriert und schon mal die ersten Tests gemacht? Okay, so ein bisschen. Ja. Ja, nein, ja, nein. Also so ein bisschen ausgeglichen. Gut, spielt aber jetzt letztendlich keine Rolle. Ja,
Okay, also Sie sehen von der Oberfläche erstmal keine so große Veränderung. Ja, das ist wirklich vergleichbar mit dem MetaTrader 4. Die einzelnen Fenster kennen Sie bereits, Marktübersicht oder wer den MetaTrader 4 schon mal genutzt hat, Marktübersicht, finden Sie entsprechend die Symbole, handelbaren Symbole, Navigator, die Kontenindikatoren, Experten und das Terminal, wo Sie Ihren Kontostand sehen und die Historie etc. Aber da werden wir im Einzelnen auch durchgehen und insbesondere auf die Unterschiede eingehen und selbstverständlich hier die Charts. Für diejenigen, die jetzt den MetaTrader 4 noch nicht kennen, empfiehlt es sich vielleicht im Nachgang dann die Einführung, die Aufzeichnung sich anzugucken, damit wir uns heute wirklich hier auf die Unterschiede konzentrieren können und die Inhalte von der Aufzeichnung, was den MetaTrader 4 betrifft, können Sie sehr gut mit in den hier MetaTrader 5 mitnehmen und das Ganze anwenden. Ja? Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt hier mit der Marktübersicht an. Sie sehen unter anderem jetzt eine Anzahl der handelbaren Symbole, die angeboten werden. Hier in dem Fall 134. Und wie viele letztendlich hier in der Liste hinzugefügt wurden. Nach der Installation kann die Auswahl etwas variieren bei Ihnen. Kann sein, dass Sie da mehr vorinstallierte Symbole letztendlich zur Verfügung haben. Und was jetzt schön dazugekommen ist, dass Sie hier die Möglichkeit haben, entsprechend Symbole hinzuzufügen, soweit Sie natürlich das Symbol kennen. Bei MetaTrader 4 war es natürlich nicht anders, nur da hatten Sie diesen Hinweis jetzt nicht gehabt. Da mussten Sie tatsächlich wissen, dass Sie da mit Doppelklick entsprechend ein neues Symbol hinzufügen konnten. Da machen wir jetzt zum Beispiel DE30. Ja? Und Sie sehen bereits, dass Sie dann auch so eine Liste bekommen, welche Produkte letztendlich tatsächlich vorhanden sind. Und dann können Sie die Auswahl treffen. Wir wollten jetzt als Beispiel DE30 nehmen. Das bestätigen wir mit Enter und dann ist das auch hinzugefügt. Ja? Dann betätigen wir jetzt mal die rechte Maustaste und sehen da, was alles neu dazugekommen ist. Das finden Sie auch alles im MetaTrader 4, wobei dieses Options Board jetzt neu dazugekommen ist, denn der MetaTrader 5, der kann neben Forex und CFDs auch direkt an der Börse letztendlich verbunden werden. Also Sie können auch mit dem MetaTrader 5 die Schnittstelle natürlich vorausgesetzt auch Aktien handeln und ja, andere Produkte, Futures. Und es soll auch tatsächlich möglich sein, Optionen zu handeln. Nur das als Info schon mal vorab, wenn Sie bestimmte Funktionen hier sehen, die vielleicht noch ausgegraut sind, wie bei FXFlat, da können Sie zurzeit, da wird es in Zukunft auch einige Änderungen geben, Forex und CFDs handeln. Ja? So, hier ist eine Zwischenfrage. Gilt dies auch für Aktien-CFDs, diese Hinzufügenfeld? Das sollte auch natürlich mit allen Produkten funktionieren. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel Adidas oder das Kürzel eingetragen. Sie sehen, ich kann auch zum Beispiel eine Aktie hinzufügen. Das klappt auch. Ja? Aktien als CapTrader-Kunde möglich. Ja, also jetzt noch nicht und auch nicht in Verbindung mit FXFlat, aber selbstverständlich dann mit CapTrader. Wir arbeiten bereits daran, dass eventuell der MetaTrader 5 auch für CapTrader angeboten wird. Aber genaueres dazu kann ich Ihnen zurzeit noch nicht sagen. Ja, aber das ist eine Option, die wir im Moment überprüfen. Ja? Aktien-CFDs sind möglich. Es hat sich durch den MetaTrader 5 nichts an den Produkten geändert. Im Gegenteil, da werden jetzt auch, ich sag mal, kurzfristig sogar neue Produkte dazukommen. Und wir wollen ja, das haben wir auch immer angekündigt, unsere
unser Angebot stetig erweitern. Nur wir schauen, dass wir auch wirklich gute Produkte bzw. Instrumente Ihnen anbieten, wo wir auch sicherstellen können, dass Sie da auch die bestmögliche Ausführung haben. Ja? Über die Gebührenstruktur, also da muss ich tatsächlich sagen, was Aktien-CFDs betrifft, bezahlen Sie ja bei uns 0,09% auf das Handelsvolumen für deutsche Aktien-CFDs und 4 Cent für amerikanische Aktien-CFDs. Und das auch nur einmalig, also beim Kauf. Und wir haben keine Mindestkommission. Und das finden Sie in dieser Konstellation ja nicht so häufig, würde ich sagen. Also da sind wir, was hier in Deutschland zumindest, ja, ich glaube, mit den besten Konditionen, die es zurzeit gibt. Und das ist unabhängig von Ihrer Kontogröße. Wir machen da keine Unterschiede, ja, ohne Mindestgebühr, tatsächlich. Wir machen da keine Unterschiede zwischen ja, unterschiedlichen Kontogrößen. Ja? Also es gibt da in der Hinsicht keine Diskriminierung. Können Sie sehr gerne vergleichen. Selbstverständlich können Sie dann das Ganze im Verhältnis setzen zu Ihrem Live-Konto, wenn Sie, ich sage jetzt 200 Euro einzahlen und entsprechende Positionsgröße haben, wo Sie dann auch die entsprechende Kommission entrichten müssen, ist das Verhältnis natürlich anders. Das ist klar. Ja? Gut, dann hier ist noch eine Frage. Sie hatten früher in einem Webinar mal das FIBO-Tool als CRV-Hilfe genutzt. Könnten Sie das auch nochmal zeigen? Mache ich gern, wenn wir zum Punkt Chart kommen. Okay? Gut, dann kommen wir hier zu den weiteren Funktionen. Marktübersicht. Also wie gesagt, hier eigentlich sehr ähnlich zum MetaTrader 4. Vielleicht gucken wir uns kurz hier die Spezifikation an vom US-Dollar japanischen Yen. Und Sie werden hier einige neue Punkte sehen. Und es kann sein, dadurch, dass wir jetzt noch in der Testphase sind, deswegen gibt es auch zurzeit nur Demo-Konten, aber Live-Konten werden auch sehr bald möglich sein zu eröffnen. Werden Sie hier und da noch keine Einträge sehen, wie zum Beispiel hier bei den Swaps. Das wird aber selbstverständlich dann im Live-Betrieb, wenn wir dann live gehen, alles richtig eingestellt sein. Ja? Und einige Funktionen oder einige Informationen hier beziehen sich dann auch auf andere Produkte, wie eben Aktien oder Futures. Ja, also da müssen Sie dann schon unterscheiden. Okay, dann gehen wir weiter hier die Liste durch. Ja, das ist auch alles gleich geblieben. Die Millisekundenanzeige zeige ich Ihnen gleich. Dann gehen wir zu den Spalten. Und letztendlich, was hier neu dazugekommen ist, ist der letzte Preis, das Volumen und die Bank. Ja, ich kann das Ganze mal entsprechend auch anklicken. Wobei auch hier, wie gesagt, bitte unterscheiden zwischen den Produkten. Bei Bank in unserem Fall natürlich wird da dann auch FXLED dahinter stehen. Hier sehen Sie die Zeit, das ist auch nichts Neues, aber wenn Sie die Millisekunden noch da zusätzlich ankriegen, dann ist die Zeit jetzt noch genauer. Ja? Inwiefern man das jetzt für das eigene Trading nutzen möchte, ist jedem selbst überlassen. Und der letzte Preis ist tatsächlich der letzte gehandelte Preis. Ja? Jetzt in unserem Bereich hier weniger interessant, wobei es ist immer interessant, aber wird dann wahrscheinlich eher im Bereich Aktien genutzt, wo Sie natürlich den Bid- und Ask-Kurs haben und tatsächlich dann den letzten ausgeführten Preis. Ja? Kriegen Sie hier diese Informationen. Gut. Na, Volumen, genau richtig. Sehen Sie dann hier auch, aber das wird dann auch eher im Bereich Aktien-Futures interessanter sein.
Und den Spread natürlich, den kennen Sie schon, MetaTrader 5.4 auch schon. Ja, das waren eigentlich auch hier, was die Marktübersicht betrifft, die Neuerungen. Nein, nicht ganz, Entschuldigung, fast hätte ich vergessen, die anderen Reiter. So, jetzt klicken wir hier auf D30 zum Beispiel und auf Details. Und dann kriegen Sie noch weitere Informationen, detailliertere Informationen zum Produkt. Sie sehen hier die Tickgröße, dann den Bitkurs, Askkurs, wie in der Session letztendlich hier Bit hoch und Bit tief war. Das Ganze auch für Ask und letztes hoch und letztes tief. Diese zwei Funktionen oder diese zwei Informationen konnte man im MetaTrader 4 tatsächlich auch schon hier anzeigen lassen. Ja, Tagestief, Tageshoch ist jetzt hier unter Details zu finden. Dann, was noch neu dazugekommen ist, Sie haben hier im Reiter Handel diese One-Click-Trading-Felder, ja, letztendlich, was hier im Chart zu finden ist, aber mit zusätzlichen Informationen, das Low und das High. Und Sie kriegen das für alle Produkte angezeigt, die Sie hier in der Liste haben. Wenn Sie jetzt tatsächlich die 134 Produkte auch hier geladen haben, dann haben Sie auch die Möglichkeit, hier entsprechend direkt zu handeln, ja, über diese Felder. Das finde ich wirklich eine sehr gute Neuerung. Und Ticks, ja, das kennen Sie auch vom MetaTrader 4, da hat sich letztendlich nichts geändert, außer dass Sie hier noch ein paar Informationen mehr angezeigt bekommen. Okay? Gut, wenn keine Fragen zur Marktübersicht gibt, dann würde ich mit dem Navigator weitermachen. Okay, sieht nicht so aus, dann mache ich das entsprechend weg. Gut, dann kommen wir hier, Moment, da ist, welchen Vorteil gibt mir die Tick-Ansicht? Gut, dann laden wir das nochmal noch rein. Im Übrigen haben Sie hier gesehen, dass ich eigentlich nichts geklickt habe, sondern über eine Tastenkombination das Marktübersichtsfenster geöffnet habe, und zwar über Steuerung M. Ja, nur so als Tipp. Es gibt tatsächlich Trader, die in Ticks handeln, oder Ticks-Chart letztendlich auch benutzen, um entsprechend zu handeln. Es ist nicht vergleichbar mit diesem Tick-Chart hier. Also letztendlich im MetaTrader selbst ist das eher eine, ja, informative Anzeige, aber wirklich vergleichbar mit dem Handeln im Tick-Chart ist es nicht. Okay? Denn wenn Sie Ticks-Chart zum Beispiel haben, können Sie auch die Anzahl der Ticks tatsächlich auch einstellen, um das Ganze dann visualisieren zu lassen. Gut, dann kommen wir zum Navigator. Auch hier ist der Aufbau gleich geblieben. Wir haben hier immer noch unsere Konten, Demo-Server und dann entsprechend Live-Server. Sie können hier drüber mit der rechten Maustaste zum Beispiel jetzt auch das Passwort ändern. Sie können sich mit dem WebTrader verbinden von hier aus, wobei der jetzt noch nicht freigeschaltet ist. Der wird auch jetzt demnächst zur Verfügung stehen. Und wenn Sie, gut, das kannte man auch schon von MetaTrader 4, wenn Sie mehrere Konten haben und da ist vielleicht ein Demokonto schon abgelaufen oder was Sie nicht mehr nutzen, dann können Sie das entsprechend löschen. Virtuellen Server, da gab es auch schon unter MetaTrader 4. Das bedeutet, Sie können einen Service von MetaQuotes nutzen, hat also mit dem Broker FXLet nichts zu tun, wo Sie den MetaTrader 4 auf einen externen Server laufen lassen können. Ist ähnlich aufgebaut wie ein VPS, wenn Sie das vielleicht kennen, aber Sie haben tatsächlich hier eine Oberfläche, beziehungsweise das Ganze funktioniert direkt über den MetaTrader 4, 5 in dem Fall, also
eigentlich beide Versionen. Ja? Gut, dann, was neu dazugekommen ist, oder sind hier weitere Indikatoren. Sie haben vielleicht vorhin kurz in der Tabelle gesehen, dass der MetaTrader 5 einige Indikatoren mehr mitbringt, und diese finden Sie hier entsprechend in der Liste, wie Sie zum Beispiel einen Indikator jetzt für diejenigen, die sich jetzt vielleicht noch nicht auskennen, können Sie zum Beispiel hier den Triple Exponential Moving Average mit einem Doppelklick entsprechend in den Chart hinzufügen, oder Sie ziehen das Ganze hier rein und haben hier die Einstellungsmöglichkeiten, die im Wesentlichen sich nicht geändert haben, aber da kommen wir im Detail später noch zu, wenn wir den Chart uns angucken, nur damit Sie es schon mal gesehen haben. Okay? Gut. Das Ganze gilt auch für die Experten, also die Expert Advisors. Hier finden Sie ein paar Beispiele mehr, die von vornherein mit dabei sind. Und ein paar andere Beispiele, wobei diese hier Sie tatsächlich auch schon nutzen können, wie das diesen hier, Chart in Chart. Dann können Sie hier einige Einstellung vornehmen bezüglich der Positionierung, und dann finden Sie hier zum Beispiel ein weiteres Chartfenster, wo Sie dann vielleicht eine andere Zeiteinheit gleichzeitig anzeigen lassen können. Ne? Zum Beispiel können Sie das entsprechend hier anwenden. So, dann sind noch zwei Fragen dazugekommen. Vielen Dank schon mal, dass Sie da so ein interaktiv mitmachen. Werden Sie einen eigenen VPS anbieten? Ja, also wir überlegen da tatsächlich, weil die Anfragen dazu werden jetzt immer häufiger, und wir werden das Ganze mal besprechen, und Sie werden selbstverständlich dann zeitnah darüber informiert werden. EAs vom MetaTrader 4 im MetaTrader 5 verwendbar? Nein, ist es nicht. Es ist vom MetaQuotes angedacht, dass es einen Service geben wird, wo das Ganze automatisch umgewandelt wird. Das war mein letzter Kenntnisstand. Ob das jetzt immer noch aktuell ist, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz können Sie auf der MQL5 Community-Seite entsprechende Anfragen stellen. Da gibt es ja viele Freelancer, die das Ganze kostenfrei, kostenpflichtig Aufträge annehmen. Oder aber sie nutzen zum Beispiel den Service unseres Partners AlgoCamp. Die können da entsprechend auch weiterhelfen. Also tatsächlich können Sie Indikatoren von MetaTrader 4 und Expert Advisors leider nicht so ohne weiteres in den MetaTrader 5 anwenden. Hintergrund ist, dass die Programmierung auch tatsächlich geändert wurde, aber ich bin leider nicht vom Fach, was dies betrifft, deswegen kann ich da jetzt sehr wenig dazu sagen, was letztendlich wirklich im Hintergrund passiert ist. Objektorientiert und so weiter. Also solche Stichworte kann ich Ihnen geben, aber jetzt im Detail kann ich Ihnen da nicht wirklich sagen, was geändert wurde. Gut, genau, dann machen wir hier weiter. Und Skripte, da werden Sie auch ein paar weitere finden, wie zum Beispiel hier Account Info. Dann sehen Sie hier ein paar Informationen zu Ihrem Konto. Ja? Gut, okay, dann entfernen wir das mal und machen entsprechend weiter. Alles andere, was die Bearbeitung des Indikators betrifft etc., hat sich insofern hier nicht geändert. Sie können immer noch von hier aus direkt den Meta-Editor öffnen und das Ganze dann bearbeiten. Okay, sind denn dazu Fragen zum Navigator?
keine Fragen. Wunderbar, vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Sie können ja immer hier unter Favoriten entsprechende Indikatoren oder Expert Advisor oder Skripte, die Sie einmalig nutzen können, hier unter Favoriten hinzufügen, wo Sie vielleicht einen schnelleren Zugriff drauf haben. Es ist auch möglich, vielleicht auch für die MetaTrader 4-User interessant, zum Beispiel Hotkeys zu bestimmen, ja, wo Sie dann entsprechend das Ganze dann über eine Tastaturkombination ausführen können. Wird insbesondere genutzt, wenn Sie zum Beispiel auch Buy- oder Sell-Skripte haben, ja, wenn Sie dann schnell Market in den Markt wollen, können Sie dann entsprechend über eine Tastaturkombination oder aber auch hier über den One-Click-Fenster gehen. Aber Vorteil Skript ist, dass Sie dort programmiertechnisch auch bestimmte Risikofaktoren beachten können und so weiter. Also hier gibt es sehr viele Beispiele, Beispiele für im Internet. Dann ist hier die Frage, gibt es auch das Mini-Terminal und so weiter für MetaTrader 5? Ja, tatsächlich haben wir auch, habe ich jetzt aber nicht hier installiert. Sie können aber hier unter Add-ons den MetaTrader, das Add-on MetaTrader Plus für MT5 herunterladen und das Ganze wie gewohnt installieren, so wie Sie das auch im MetaTrader 4 kennen. Und ja, also da gibt es keine Unterschiede. Ja? Gerne stelle ich den Link kurz hier rein. Dann können Sie das schon entsprechend herunterladen. Okay. Gut, dann machen wir weiter mit dem Terminal. Und da ist noch eine Frage offen, aber werden wir gleich in Verbindung mit dem Chart dann besprechen. So, das Terminal. Auf den ersten Blick hat sich auch hier nichts verändert, wobei, wenn Sie genauer hinschauen, dann werden Sie hier einen neuen Reiter finden. Aber da gehen wir gleich dazu. Ganz normal hier Kontostand, Kapital, freie Margin. Ich werde jetzt mal eine Position eröffnen und möchte hier schon mal eine Neuerung dann entsprechend zeigen. Ich werde einfach mal willkürlich jetzt einen Take Profit und Stop Loss einstellen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die einzelnen ja, Punkte hier zu verändern. Das bedeutet, wenn Sie keinen Take Profit, einen festen Take Profit haben möchten, dann war ja früher so, dass Sie dann die Position eröffnet haben und dann entsprechend Position ändern und dann hier das Ganze entfernt haben oder Sie haben es im Chart gemacht, Take Profit abbrechen. Ja, jetzt ist neu dazugekommen, dass Sie direkt hier im Terminal auch Take Profit löschen können. Ja, das gilt natürlich auch für den Stop Loss. Und selbstverständlich, das ist aber geblieben, das kennen Sie auch von MetaTrader 4, können Sie die Position auch hier direkt schließen. Okay? Zusätzlich, da ist neu dazugekommen, dass Sie das Volumen nicht nur in Lots, also hier in dem Fall ein Lot im Euro-US-Dollar, sondern auch in Beträge tatsächlich anzeigen lassen können, heißt also wirklich, dass das Volumen, was Sie im Markt bewegen, sind ja dann äquivalent zu 100.000, entsprechend äquivalent zu einem Lot. Also Sie können auch direkt das Ganze in Volumen anzeigen lassen. Das Ganze gilt auch für Gewinn, aber das ist auch gleich geblieben als Geld oder Punkte, ne, in dem Fall hier. So, was neu dazugekommen ist, und das wird aber in dem
Reiter Kontohistorie interessanter ist, sind die Berichte, die Sie erstellen können, das können Sie ja bereits, wurde aber im MetaTrader 5 in der Regel als HTML-Format erstellt. Nun besteht die Möglichkeit, das Ganze auch als XML, also für Office Excel, erstellen zu lassen. Ja, das wurde auch sehr oft von Kunden gewünscht, die das Ganze dann auswerten möchten in Excel und so weiter, ist jetzt auch hier möglich. Und ich werde mal hier gucken, ob ich habe den Chart schon offen, aber mal schauen, ob es klappt. Okay, wahrscheinlich, weil es schon offen ist. Aber das zeige ich Ihnen auch gleich in der Kontextur. Ja, ansonsten Spalten. Auch hier hat sich jetzt ist ID dazugekommen, aber alles andere ist gleich geblieben. Für alle Users, egal ob MetaTrader 4 oder MetaTrader 5, bitte schauen Sie, dass Sie Kommentar entsprechend auch offen haben, insbesondere in der Kontohistorie, damit Sie auch die einzelnen Trades zuordnen können. Dann werden wir weitermachen. In der Belastung hat sich jetzt sofern nichts verändert. Es ist immer noch diese Zusammensetzung Ihres Portfolios. Je nachdem, welche Position Sie offen haben, da hat sich jetzt nichts viel verändert, aber in der Kontohistorie. Und hier werden wir ein bisschen genauer jetzt eingehen. Und zwar, auf dem ersten Blick ist alles gleich. Wir machen eine rechte Maustaste hier. Und Sie können jetzt Ihre abgeschlossenen Trades anders darstellen. Wenn Sie Positionen ausgewählt haben, dann ist das so, wie Sie das vom MetaTrader 4 kennen. Ja, Sie sehen letztendlich hier, was Sie gemacht haben, in welche Richtung, die Positionsgröße, Symbol, Preis, wo Sie eingestiegen sind und die Zeit und dann letztendlich, wann Sie rausgegangen sind und welchen Ausstiegspreis Sie hatten. Ja? Kommission, Swap und so weiter. Das ist gleich geblieben wie MetaTrader 5. Jetzt ändern wir auf Deals und Sie sehen dann hier, das war jetzt ja auch der Trade, den ich jetzt vorhin gehabt habe. Sie sehen ja auch hier die einzelnen Transaktionen, also was Sie, wie Sie reingekommen sind und wie Sie rausgekommen sind. Ja? Das bedeutet, den einen Trade, den ich vor diesem, den könnte ich ja mal schließen. So, dann ist er auch dazugekommen. Also, ich habe den Trade eröffnet hier, den Euro-US-Dollar Long, entsprechend zu dem Preis und bin hier zu dem Preis ausgestiegen und habe entsprechend diesen Gewinn oder Verlust realisiert. Das ist neu dazugekommen. Viel detaillierter jetzt, so dass Sie auch wirklich nachvollziehen können, okay, was habe ich bei diesem Trade überhaupt gemacht? Sie können das Ganze nochmal ändern, und zwar in Orders, wo Sie letztendlich sehen, welche Ausführungen Sie getätigt haben. Also habe ich gekauft, habe ich verkauft, welches Volumen habe ich da ausgewählt, zu welchem Preis, und sehen dann, ob sie auch gefilled wurden, also ausgeführt wurden. Ist auch interessant, natürlich dann auch später. Später, wenn Sie Aktien handeln, dann sehen Sie auch tatsächlich, es gibt ja auch Teilausführungen, kann das ja durchaus passieren, dann sehen Sie hier, okay, ich habe eine Order gestellt, 100 Aktien, tatsächlich wurde das, aber ich zu dem Preis, habe ich zu dem Preis nur, ich sage jetzt einfach mal 60 Stück bekommen, das sehen Sie dann entsprechend hier. Ja? Sie würden auch hier Teilschließungen sehen und dann wären die Volumenanzeigen entsprechend hier wichtig. Okay. Dann können Sie das Ganze jetzt auch kombinieren, Orders und Deals, so dass Sie dann tatsächlich sehen, okay, hier war meine Order. Genau, meine Order bei Market, ich bin dann auch reingekommen zu dem Preis, den ich tatsächlich auch haben wollte
oder nicht. Das können Sie ja dann in dem Fall bei dieser Einstellung überprüfen und hier entsprechend die Gegenposition, um den Trade zu schließen. Ja, also wie Sie, das können Sie so einstellen, wie Sie das gerne haben möchten, etwas detaillierter, damit Sie auch wirklich nachvollziehen können, wie die einzelnen Transaktionen waren, wie waren tatsächlich die Ausführungen. Ist auch wirklich auch gut, diese neue Funktion, um auch mit dem Broker zu kommunizieren. Wenn Sie entsprechende Fragen haben zur Ausführung, können Sie dann hier dann entsprechend uns diese Informationen zukommen lassen. Aber wenn Sie sagen, nee, alles ist, so viele Informationen brauche ich nicht, ich mag jetzt so, wie es der MetaTrader 4 auch hat, dann wählen Sie Position. Ja, also hier ist wirklich ja, mit eine größere Veränderung im MetaTrader 5 und ich finde zum Vorteil. Gut, dann hier genau dasselbe. So, jetzt können Sie aber, und ich hoffe, das klappt jetzt in dem Fall, ja genau, den haben wir nicht, zum Beispiel diese Order hier möchte ich nochmal anzeigen lassen im Chart, ohne dass ich jetzt hier drüber einen neuen Chart öffnen muss, etc., kann ich hier direkt einen neuen Chart eröffnen und der zeigt mir dann entsprechend den Trade. Ja, also wenn Sie nochmal nachvollziehen möchten, okay, ach hier, da war hier nochmal eine Order, dieser Trade möchte ich nochmal nachvollziehen, können Sie entsprechend hier einen neuen Chart eröffnen. Und ganz wichtig, genau hier die Berichte können Sie jetzt, wie vorhin schon gesagt, auch in anderes Format öffnen oder erstellen lassen. Und wie auch erwähnt, die entsprechenden Spalten hinzufügen. So, sind da Fragen dazu? Ich lese mir schon mal die anderen Fragen, die jetzt dazugekommen sind. Ja, bezüglich der Serverzeiten, das ist gleich geblieben. Besteht die Möglichkeit zur Teilschließung mit der Trade 5, werden die Trades Skype im Chart historisch angezeigt. Was haben Sie? Okay, eins am anderen. Also, wir machen jetzt mal eine Teilschließung. Ich werde mal hier einen Chart, eine neue Position eröffnen. So. Dann können Sie über den Chart direkt oder hier im Terminal Doppelklick machen. Dann sofortige Ausführung und ändern dann das Volumen. Ja, das machen wir jetzt auch. Schließen dann 50%. Habe ich gemacht. Sie sehen hier 50.000 Handels- bzw. Positionsgröße habe ich jetzt. Wenn Sie das verwirrt, dann ändere ich das nochmal auf Lots um. Das sollte dann entsprechend auch in der Kontohistorie sein. Sie sehen Volumen. 50, also die Hälfte habe ich dann entsprechend geschlossen und Sie sehen auch hier schon im Chart den ausgeführten Trade, ja, also tatsächlich auch die Teilschließung. Ich werde mal das Ganze mal hier, gut, ich habe jetzt ja mehrere Trades jetzt gerade vorhin gemacht, aber der letzte Trade hier ist tatsächlich auch die Teilschließung und wenn Sie mit der Maus drüber halten, dann sehen Sie auch hier die Informationen dazu. Also die werden auch im Chart angezeigt. Ja? Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Was haben Sie mit der Spalte Kommentare gemeint? Kann man hier seine Gedanken festhalten? Ganz genau. Zum Beispiel, was Anlass für die Positionserhöhung war, zur Nachbetrachtung. So ist es. Sie können hier, wenn Sie zum Beispiel über neue Order gehen und so weiter, können Sie einen Kommentar hinzufügen. Mache ich jetzt mal Webinar. Ja. Und sage jetzt Sell. Dann sehen Sie hier auch meinen Kommentar dazu und können das später, wenn Sie jede Trades analysieren, auch viel besser nachvollziehen. Okay, was war der Grund, warum ich diese Position eröffnet habe. Ja?
Super. Dann gehen wir hier weiter. Die Zeit schreitet voran, aber soll uns nicht aufhalten, das Ganze hier auch fertig zu bringen. Nachrichten, hier ist auch neu, Sie kriegen von MetaQuote entsprechende Benachrichtigungen über neue Artikel, die Sie veröffentlicht haben. Also das sind Einträge, die von MetaQuotes direkt kommen und nicht von FXWirt. Sie sehen hier MQL5 Artikel. Ja, da werden entsprechend Artikel veröffentlicht. Ja. Posteingang ist im MetaTrader 4 wichtig und bleibt im MetaTrader 5 wichtig, denn Sie bekommen hier von Ihrem Broker, also in dem Fall FXFlat, Nachrichten zugeteilt, die entsprechend ja, wichtig sind. Und das war so und ist auch immer so, dass Sie, wenn Sie neue Nachrichten bekommen und das Terminal aufhaben, Posteingang auch direkt für Sie ausgewählt wird, so dass Sie auch wirklich mitbekommen, dass da eine neue Nachricht gekommen ist. Sollten Sie immer wieder mal zwischendurch reingucken, falls Sie in der Hektik oder weil Sie gerade was anderes machen, vielleicht doch wegklicken. Hier werden immer über verschiedene Themen, auch Informationen seitens des Brokers, Ihnen Nachrichten zugeteilt, ja. Heißt, ob es neue Margin-Sätze gibt oder neue Produkte oder Feiertage, wie die Öffnungszeiten sind, wird alles hier drüber mitgeteilt. Ich glaube, hier ist auch sogar ein Beispiel. Sehen Sie, Zeitumstellung auf die Sommerzeit. Da habe ich Ihnen auch eine Mitteilung damals entsprechend hier gesendet. Ja, Sie dürfen eins nicht vergessen, wenn Sie MetaTrader 4 noch nutzen, vielleicht nochmal hier ganz kurze Info für Sie. Wenn Sie diese Nachricht abgeholt haben von Ihrem Desktop oder wenn Sie unterwegs sind mit der Mobile App und lesen dort die Nachrichten, dann wird diese Nachricht nicht nochmal an den MetaTrader zu Hause gesendet. Ja, also wenn eine Nachricht vom Server abgeschickt wird, wird sie dann von der Applikation auch entsprechend geöffnet, die Sie gerade offen haben. Heißt entweder mobil oder Desktop. Okay? Also wenn Sie viel mobil arbeiten, dann schauen Sie dort in Ihrem Posteingang. Ansonsten, wie schon besprochen, hier im MetaTrader Desktop, in der MetaTrader Desktop-Version. Gut, dann Kalender, neu dazugekommen. War eigentlich auch schon bereits mit dem MetaTrader Plus Paket schon möglich, dass Sie einen Kalender benutzen konnten. Jetzt ist das direkt schon integriert, finde ich sehr gut, wo Sie auch dann entsprechende Relevanz sehen. Das Ganze ist auf Deutsch. Dann können Sie schon im Vorfeld, wenn Sie den Ihr Trading-Tag anfangen und sich informieren möchten, können Sie hier schauen, okay, was kommt denn heute so Wichtiges an Nachrichten oder Termine? Ja, super. Community, da finden Sie die Webseite von MetaQuote. Da können Sie entsprechend Indikatoren, EAs herunterladen und so weiter. Da haben wir auch im Webinar schon drüber gesprochen, wenn wir jetzt nicht so viel Zeit mit verlieren. Wenn Sie sich dafür interessieren, ist ein Service von MetaQuote direkt. Schauen Sie sich mal die Aufzeichnung an. Da bin ich etwas genauer darauf eingegangen. Das gleiche gilt für Markt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Alarme ist natürlich auch geblieben. Da können Sie Alarme erstellen. Dann Signale haben wir auch schon besprochen. Bibliothek auch. Experten. Hier finden Sie die Informationen, wenn Sie einen EA laufen oder benutzen. Dann sehen Sie hier die einzelnen Aktivitäten, sodass Sie das Ganze nachvollziehen können. Und Journal tatsächlich alles, was mit dem MetaTrader zu tun hat. Ja, also Orders. Selbst wenn Sie nur einen neuen Chart eröffnen, also alles wird hier dokumentiert. Und diese Logfiles
Wenn Sie eine rechte Maustaste zum Beispiel machen und dann öffnen, dann kommen Sie in den Ordner, wo die Logs gespeichert sind. Und diese können Sie zum Beispiel dann selber entsprechend nochmal analysieren oder wenn es eine Nachfrage gibt mit dem Broker, diese Logfiles entsprechend an uns senden. Ja? Okay, dann ist eine Frage, sind die Ping-Zeiten für MetaTrader 5 gleich geblieben oder wurden diese optimiert? Die Ping-Zeiten sind unabhängig tatsächlich von MetaTrader 5, sind und werden optimiert. Ich kann Ihnen schon mal was zeigen und zwar, ich hoffe, das klappt auch hier. Ich scanne mal, schauen Sie mal hier die Ping-Zeit vom Live-Server. Ja, das Ganze werden wir auch auf dem MetaTrader 5, MetaTrader 4 entsprechend anwenden, dass Sie auch da bessere Ping-Zeiten erhalten. Wir werden nämlich oder sind da gerade dabei, mit dem Server umzuziehen, sodass Sie auch hier noch schnellere Ausführungen bekommen. Das Ganze wird auch für den Demo-Server entsprechend auch noch umgestellt. Ja, also hier sehen Sie schon mal, was demnächst möglich sein wird. Okay, dann weitere Fragen. Sind die Probleme mit dem MetaTrader 5 Plus Paket bereinigt? Also, die Probleme tatsächlich wäre super, wenn Sie uns das mal per E-Mail zukommen lassen. Ich habe das Ganze getestet für den MetaTrader 5 und es sind mir jetzt keine groben Fehler tatsächlich aufgefallen. Man muss dazu sagen, wir sind der erste Broker tatsächlich, der das Paket für MetaTrader 5 anbietet. Insofern kann es natürlich hier und da noch ein kleiner Fehler vorhanden sein. Ja, nichtsdestotrotz haben wir das wirklich so gut es ging gründlich getestet, so dass Sie da keine ja, Fehler haben sollten. Aber auch wir sind nicht perfekt, deswegen wäre super, wenn Sie uns da eine E-Mail schreiben würden. Aber ansonsten muss ich Ihnen sagen, dass soweit mir grobe Fehler nicht unterlaufen sind. Wie gesagt, schreiben Sie einfach eine E-Mail, das wäre super. Vielen Dank. Ping-Zeit, was heißt das? Das heißt einfach, wie schnell der Client, also Sie als User, beziehungsweise Ihr MetaTrader von zu Hause aus mit dem Server kommunizieren kann. Ja, also da werden Daten ja hin und her übertragen. Da wird eine Anfrage gestellt, dann bekommen Sie eine Antwort etc. Und das sind die Zugriffszeiten letztendlich, wie schnell dieser Datenaustausch erfolgt. So, und ein guter Broker hat im Durchschnitt ja, zwischen 90 und 100 Millisekunden, was wir ja auch immer erfüllt haben. Wir waren auch teilweise etwas besser und jetzt werden wir noch besser sein. Ja, Sie haben ja gesehen, 23 Millisekunden, also das ist wirklich sehr schnell. Okay, ist die Frage damit beantwortet? Ich hoffe. Gut, dann machen wir weiter. Dann haben wir das Thema Terminal auch entsprechend abgearbeitet und kommen zum Chart. Sie sehen jetzt, ich habe den Chart jetzt vom Design her nicht angepasst. Das können Sie selbstverständlich genauso machen wie MetaTrader 4 auch. Sie sehen aber hier schon einige Änderungen und zwar finden Sie jetzt hier die Nachrichten, die im Chart direkt angezeigt werden. So haben Sie zum Beispiel direkt schon vorab die Information, oh okay, heute Nacht um 3 beziehungsweise unsere Zeit 2 Uhr wird eine entsprechende Nachricht kommen. Was ist heute da? Hier in dem Fall Arbeitsmarktindex. Ja? Diese Option können Sie natürlich
entsprechend aktivieren und deaktivieren, und zwar im Kalender, rechte Maustaste auf Charts anzeigen, können Sie entsprechend alle Ereignisse löschen, automatisches Update deaktivieren. Dann haben Sie das nicht, wenn das eher für Sie störend ist. Okay? Gut. Dann machen wir hier weiter. Rechte Maustaste. Sie finden hier jetzt ja, die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Letztendlich, Sie sehen alles sehr ähnlich wie bei MetaTrader 4. Jetzt, was neu dazugekommen ist. Und das wurde ja, ich glaube, von jedem Kunden schon mal angefragt. Die Zeiteinheit. Das war ja mit dem MetaTrader 4 natürlich auch möglich in Verbindung mit dem MetaTrader Plus Paket. Da konnten Sie einen Indikator nutzen, der dann einen Chart erstellt hat mit der entsprechenden Zeiteinheit. Ja? Viele von euch nutzen das ja bereits. Das war ein Offline-Chart, der entsprechend einen anderen Chart, meist einen Minuten-Chart, als Quelle genutzt hat, um die Daten zu erhalten und entsprechend umzuwandeln in 2 Minuten, 3 Minuten-Chart und was auch immer. Okay? Jetzt sind die Zeiteinheiten endlich direkt im MetaTrader integriert, so dass ihr jetzt auch wirklich von Anfang an ohne irgendwelche Tricks auch Ihre gewünschte Zeiteinheit direkt auswählen können. Ja? Also 10 Minuten zum Beispiel. Finde ich super, dass Sie das endlich hinzugefügt haben. Ich denke, das war auch ja, höchste Zeit, dass Sie da auch entsprechend diese Funktionen integrieren. Okay, dann gehen wir hier weiter, aber Sie werden sehen, das ist wirklich sehr ähnlich. Hier haben Sie jetzt auch Volumen, Tickvolumen. Vielleicht für Sie rein informativ, was der Unterschied ist. Das Volumen kennen Sie ja von der Börse, tatsächlich, was dort gehandelt wurde als Handelsumsatz, ja, wie viele Aktien wirklich gekauft wurden. Das ist ja im Forex- und CFD-Bereich ja nicht ganz zutreffend, denn das Ganze wird ja OTC gehandelt, also over the counter. Es gibt keine zentrale Börse, wo das Ganze dann abgewickelt wird. Wenn Sie aber eine Indikation möchten, was das Volumen betrifft, dann wählen Sie Tickvolumen. Und das Tickvolumen gibt Ihnen letztendlich die Information, wie viele neue Preise in dem Moment tatsächlich gekommen sind. Das heißt, was gerade gehandelt wurde. Und wenn die Preise sich sehr schnell bewegen in volatilen Zeiten, dann wird das natürlich vom Volumen her oder von der Anzeige her größer. Ja? Das für Sie als Unterschied. Also Tickvolumen ist nicht gleich Volumen. Aber man sagt ungefähr von der Deutlichkeit 70 bis 80% können Sie sich daran orientieren. Okay, gut, dann kommen wir zu den Eigenschaften. Hier hat sich auch oberflächlich ein bisschen was geändert. Diese Informationen kennen Sie ja bereits. Hier ist ein bisschen noch was dazugekommen zu der Skala-Einstellung. Dann grundsätzlich hier vom Aufbau her sehen Sie ja, dass ein bisschen umstrukturiert wurde. Und da zeigen, Sie werden merken, dass die Übersetzungen noch nicht vollständig ja, gemacht worden sind. Also da sind teilweise noch englische, französische Wörter noch irgendwo dazwischen. Ich denke, das wird dann nach und nach vom Meta-Quotes entsprechend verbessert. Ja? Aber Sie werden nichtsdestotrotz verstehen, worum es sich da handelt. Und ja, ich meine, probieren Sie einfach diese Einstellung aus. Es ist eigentlich teilweise selbsterklärend. Vieles kennen Sie ja vom MetaTrader 4. Einfach mal ein bisschen ausprobieren.
Ich denke nicht, dass ich jetzt großartig jetzt darauf zugreifen kann, zugreifen muss, ja, beziehungsweise jetzt großartig erklären muss. Farben auch, wie sonst auch immer. Okay? Gut, dann Fragen dazu, beziehungsweise kann die Historie jetzt weiter in die Vergangenheit angezeigt werden? Die Historie, vielleicht grundsätzlich, ist ja das, was vom Server angeboten wird. Jetzt im MetaTrader 5 ist die Historie nicht sehr weit, weil, wie gesagt, ist immer noch in der Testphase, wird sich aber natürlich im Live-Betrieb entsprechend sich noch ändern, sodass sie auch weitere Historie dazu kommt. Ich zeige Ihnen auch gleich, wo Sie das Ganze einstellen können. Was jetzt mit dem MetaTrader 5, jetzt Achtung, noch nicht. Und ich sage noch nicht, weil ich fest davon ausgehe, dass die Funktion selbstverständlich kommen wird, ist, man kann keine externe historische Daten importieren. Ist noch nicht möglich, ja? Wird aber kommen. Na, diese Information habe ich von MetaQuotes direkt, ist aber noch nicht implementiert. Ja? Von daher müssen Sie zurzeit mit den Daten arbeiten, was der Broker Ihnen vorgibt. Und wie eben gesagt, ist jetzt im Demo-Bereich noch nicht, also da werden Sie nicht so viel jetzt in die Vergangenheit gehen können, wird sich aber im Live-Betrieb ändern. So, ich zeige Ihnen aber auch, wo Sie die Einstellung finden. Bevor ich aber das mache, habe ich ja versprochen, dass ich Ihnen zeige, wie Sie den die Fibonacci Retracements so verändern, dass Sie das Ganze auch als zum Beispiel CRV-Rechner nutzen können. Ja, ich habe jetzt bewusst in die falsche Richtung eingezeichnet. Man sagt ja, man soll ja von links nach rechts. Habe ich aber jetzt bewusst so gemacht. Soll es auch jetzt nicht darum gehen, wirklich zu sehen, wo ist jetzt 50er Level und so weiter, sondern ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie das Ganze da einstellen können. Sie gehen jetzt in die Eigenschaften und dann Ebene. Da sind ja jetzt schon einige Einträge drin. Sie bearbeiten das so, wie Sie das haben möchten. Das bedeutet, wenn Sie das wirklich nur als CRV-Rechner nutzen möchten, dann geben Sie da nur 0, 1, 2, 3 und so weiter. Oder 1,5, je nachdem, was Sie für ein CRV nutzen. Und da, wenn Sie das Ganze dann auch mit Preis haben möchten, ergänzen Sie, ja, jetzt habe ich es aus Versehen weggemacht, ergänzen Sie das Ganze mit Prozent und Dollar. Okay? So. Und Sie sehen dann den Preis entsprechend. Ja, Sie können selbstverständlich, nur als Beispiel, sagen wir, ich füge mal eine neue Ebene dazu, also 2. Und anstatt, dass Sie 200 eingeben, gebe ich da ein TP1. Ja? Dann sollte das jetzt auch hier TP1 und so weiter, und können Sie das entsprechend einstellen. Ist die Frage damit beantwortet? Ich hoffe, dass ich die Frage auch richtig verstanden habe und Ihnen die richtige Antwort gegeben habe. Können Sie ja kurz in den Chat reinschreiben, ob das von Ihnen gewollt war. Sehr gerne. Dann hier eine Frage, stimmt es, dass im MetaTrader 5 die historischen Daten genauer sind für bessere Backtests? Ich kann Ihnen ehrlich gesagt da keine Antwort geben, wie genauer jetzt tatsächlich die Daten sind. Möchte Ihnen da jetzt nichts einfach jetzt dazu sagen, ohne mich selber da erkundigt zu haben. Ich denke nicht, dass die genauer sind, aber was tatsächlich neu ist, ist, dass der Strategietester tatsächlich sehr, sehr viele neue Änderungen mitbringt. Und wo Sie zum Beispiel auch endlich auch die Hardware ganz anders nutzen können. Also auch wenn Sie viele CPU-Cores haben, also i7 und i5 und so weiter, dass Sie auch wirklich alle Prozessoren oder alle Kerne, besser gesagt,
nutzen können. Sie können, wenn ich mich nicht irre, auch in verschiedenen Währungen testen und. Also da werden wir, glaube ich, eigenes Webinar dazu planen, vielleicht auch in Kooperation mit AlgoCamp, dass wir Ihnen da tatsächlich Ihnen zeigen können, wie Sie da am besten mit dem Strategietest arbeiten können. Okay. Jetzt ist die Frage, haben Sie eine grobe Zeitplanung, wann der MetaTrader 5 live benutzbar sein wird? Also die Live-Tests mit Live-Konten finden bereits statt. Es sind wirklich nur noch kleine Abstimmungen, die jetzt noch fehlen. Und ich bin da wirklich zuversichtlich, dass wir in den nächsten 2 Wochen online gehen, online damit gehen können. Ja. Ist kein Versprechen, weil Sie wissen ja, kann immer was dazukommen, dazwischen kommen, aber so in dem Rahmen würde ich tatsächlich auch planen. So, jetzt möchte ich aber noch was hinzufügen. Da war nämlich noch eine Frage. So. Genau. Ach so. Okay, ja, ich hatte die Frage ganz anders verstanden. Hier ist die Frage, ob zum Beispiel ein gleitender Durchschnitt 200 vom Tageschart auch im Stundenchart dargestellt wird. Es gibt extra Indikatoren dafür, die das können. Vom MetaTrader, von der Standardversion, also so wie die den MetaTrader jetzt finden, wird das nicht funktionieren. Da brauchen Sie wirklich dann diesen Indikator, der das ganze Multi-Time-Frame entsprechend anzeigen lassen können. Ja? Ich hoffe, damit war die Frage beantwortet. Also ist nicht ähnlich, beziehungsweise ist ähnlich wie im Agena Trader, aber entsprechend mit einem zusätzlichen Indikator. Finden Sie definitiv in der Community, MQL5 Community, habe ich selbst auch schon gesehen. Gut, dann könnten Sie nochmal den Dom anzeigen und das Handeln daraus. Meinen Sie hier die Markttiefe, die jetzt natürlich im Betrieb oder in Verbindung mit Forex und CFDs dann auch eingeschränkt ist, ne? Ist nicht vergleichbar wirklich mit Level 2 jetzt zum Beispiel im Aktienbereich, im Future-Bereich, also das Handeln direkt an der Börse. Aber hier könnten Sie zumindest zum Beispiel eine Limit-Order direkt hinzufügen und wo Sie auch den Stop-Loss und Take-Profit direkt eingeben können. Okay? Also das war hier die Markttiefe. Gut. Also wenn Sie noch ein paar Minuten haben, gerne. Ich möchte Ihnen noch was zeigen. Und zwar gehen wir noch zu den Optionen. Hier hat sich im Wesentlichen auch ja, nicht viel geändert. Was neu dazugekommen ist, ist zum Beispiel hier diese Balken im Chart. Es gab im MetaTrader 4 ja den Trick, dass Sie hier überall 9 eingegeben haben, bis es nicht mehr ging. Und dann wurde vom MetaTrader eine Zahl generiert, die maximale Anzahl. Hätte man auch auswendig lernen können. Und dann wurde wirklich im Chart alle Bars oder alle Balken dann geladen, wie es auch möglich war. Dadurch, dass im Moment die Funktion noch fehlt, externe Historie zu laden, beziehungsweise auch die Historie vom Server herunterzuladen, können Sie hier unter maximal Balken im Chart Unlimited einstellen, dann wird wirklich die komplette Historie, die zur Verfügung steht, geladen. Okay? Also diese Einstellung ist zurzeit wichtig.
Ansonsten, auch hier Stop Level in Prices, das ist neu dazugekommen, können Sie auch in Points eingeben, bedeutet, wie Sie die letzte Einstellung machen, wenn Sie einen neuen Trade eröffnen. Und Experten ist klar, ansonsten hat sich hier im Wesentlichen nichts geändert. Ja. Und was aber jetzt neu dazugekommen ist, sind entsprechend die zwei neuen Ordertypen. Und die mit denen möchte ich auch jetzt letztendlich abschließen. Und zwar neue Order, dann Pending Order und hier sehen Sie jetzt Buy Stop Limit und Sell Stop Limit. Und ich möchte Ihnen das jetzt gerne erklären. Und wir fangen jetzt mit dem Buy Stop Limit an. Sie haben jetzt hier zwei Eingabefelder, einmal Preis und Stop Limit Preis. Grundsätzlich, was ist mit diesem Order-Typ gemeint? Das zeige ich Ihnen direkt auch in der Praxis. So, ich wähle jetzt zum Beispiel 24,20 und hier 24,10. Ja, alles andere, Stop-Loss, Take-Profit, ist natürlich selbsterklärend. Ablauf, vielleicht noch ganz kurz dazwischen geschoben. GTC, good till cancel, bedeutet, bleibt so lange gültig, bis Sie selber das Ganze wieder vom Markt nehmen. Dann nur für heute festgelegt, das bedeutet, genaues Ablaufdatum inklusive Uhrzeit oder angegebener Tag. Ja? Und wenn diese Order bis dahin nicht ausgeführt wurde, dann wird entsprechend die Order gelöscht. Aber lassen wir jetzt erstmal so stehen und platzieren. So, jetzt sehen Sie hier, ich werde das Ganze mal ein bisschen verschieben, damit wir ein bisschen Zeit haben und nicht ausgeführt werden. Sehen Sie hier jetzt zwei Marken. Einmal eine Buy Stop Limit und Buy Limit, was Sie vielleicht auch vom MetaTrader 4 kennen. Bedeutet, wenn der Kurs dieses Level hier triggert, dieser Preis hier triggert, dann, erst dann wird diese Limit Order letztendlich in den Markt gestellt, scharf gestellt. Ja? Der Hintergrund ist, dass Sie, wenn Sie eine normale Stop Limit Order haben, werden Sie ja zu, oder eine Buy Stop Order, werden sie ja dann Market ausgeführt. Weil Stop Orders werden grundsätzlich Market ausgeführt, zunächst handelbaren Kurs. Und das hat nichts mit Market Maker oder FX Flat oder Forex oder CFDs zu tun. Das ist grundsätzlich auch direkt an der Börse werden Stop Orders entsprechend Market ausgeführt. Ja? So. Die Idee ist hier, dass wenn sie getriggert wird, dieses Level, dann die Limit Order reingesetzt wird, so dass sie dann, wenn der Preis entsprechend hier rüberkommt und nochmal zurückkommt, dass sie dann den Preis bekommen, den sie auch haben möchten oder besser. Ne, Sie wissen ja, bei uns Limit Orders werden ja zum Preis oder besser ausgeführt und sie somit Slippage vermeiden. Das ist die Idee dahinter. Bedeutet, um das vielleicht ein bisschen genauer zu demonstrieren, wählen wir das Ganze nochmal aus. Wir sagen, wir möchten jetzt hier ein Breakout handeln und wählen jetzt 24,20. Ja? Und gleichzeitig aber Stop-Loss, Pending Order. So, Buy Stop, genau. 1,24,20 und 1,24,20. Wobei, Achtung an der Stelle, Sie müssen auch
den Spread berücksichtigen. Ja? Also wenn Sie eine Buy Stop Limit Order platzieren, mache ich jetzt. So, mal gucken, ob wir ausgeführt werden. Ask-Preis noch hinzufügen und in den Minutenchart wechseln, damit wir das Ganze noch besser sehen. Wenn dieser Preis hier, oder wenn dieses Level jetzt vom Ask-Preis getriggert wird, ja, dann haben Sie gesehen, wurde die Limit Order erst scharf gestellt, in den Markt gelegt. Okay? Und so, falls hier wirklich mal eine impulsive Bewegung nach oben kommt und Sie dann erst zum Market ausgeführt werden, kennen Sie ja vielleicht, dann könnte es sein, dass Sie erst dann ein paar Punkte höher ausgeführt werden und somit eine Slippage kassieren. Und diese Order soll entsprechend das verhindern, dass sie erst getriggert wird und dann wird Ihre Order eingesetzt, also eine Limit Order, wo Sie dann wirklich den Preis oder besser kriegen. Ja? War das für Sie verständlich an der Stelle? Ein kurzes Feedback. Okay. Wunderbar. Prima. So, genau. Und das Ganze auch für Sell selbstverständlich, einfach, dass Sie schon mal gesehen haben, Sell Stop Limit, genau die gleiche Geschichte dann auch. Ja? Wenn wir auch hier schon im Chart sind, wir werden sehen, wenn Sie Objekte einzeichnen, dann kriegen Sie jetzt zum Beispiel jetzt auch hier bei der Trendlinie neue Informationen angezeigt, entsprechend wie viele Balken, die Differenz und so weiter. Ja. Ich lese gerade hier mit einem Auge auch im Chat, deswegen stocke ich da an der Stelle. Was Sie neu auch haben, zum Beispiel, wenn Sie hier Symbole hinzufügen, ich habe jetzt einfach mal eins hinzugefügt, aber Sie können das im Nachhinein tatsächlich auch ändern. Unter Falltyp zum Beispiel, das ist jetzt auch neu, da können Sie entsprechend hier das Ganze ändern. Okay? Sie sehen im Übrigen, dass wir ausgeführt wurden. Ja? So, die Frage ist, gibt es eine Maßbandfunktion, mit der man die prozentuale Steigerung von einem Tief zu einem Hoch messen darstellen kann? Standardmäßig nicht drin, aber auch dafür gibt es einen Indikator, der das Ganze umsetzen kann. MetaTrader ist und war schon immer ein Phänomen, programmiertechnisch und was die Software eigentlich kann. Ja, es kann sehr viel, ja, würde ich mal so behaupten. Eigentlich fast alles, was man sich überhaupt vorstellen kann, aber leider nicht direkt von vornherein anwendbar. Das bedeutet, man braucht einen extra Indikator dafür oder extra Expert Advisor. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Software hat wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Und wer da jetzt am Anfang wenig Erfahrung mitbringt, wird eventuell dadurch ein bisschen abgeschreckt. Ja, aber ich kann Ihnen wirklich aus Erfahrung sagen, dass es eigentlich für fast alles einen Indikator gibt oder einen Expert Advisor oder Skripte. Man muss nur hier und da ein bisschen suchen. Dafür aber gerne nochmal der Hinweis auf die Community. FX Flat übernimmt natürlich keine Haftung für die Inhalte, denn das ist eine externe Webseite. Aber dort werden Sie sehr, sehr viele Indikatoren, sehr, sehr viele Diskussionen finden, wie man entsprechend irgendwas nutzt. Und Sie können auch dort, gibt es sehr viele Users dort, Anwender,
die das Ganze auch für Sie programmieren können und auch teilweise kostenfrei. Also da können Sie sehr, wirklich sehr, sehr viele Informationen holen. Wer stellt die dann zur Verfügung? Also die Community ist die offizielle Community von MetaQuotes. Ja? Die Webseite oder das Forum wird auch von Moderatoren entsprechend auch überwacht und so weiter. Und die Indikatoren, die auch dort angeboten werden, werden zum Teil auch vorher getestet, schließt aber natürlich nichts aus. Und ich kann schon mal gar nicht für MetaQuotes an der Stelle sprechen. Das bedeutet, wenn Sie gerne dort einen Indikator nutzen möchten, dann auf eigene Gefahr. Ja, am besten, ich empfehle auch immer, eine zweite Instanz von MetaTrader zu installieren. Sie können ja bei der Installation den Pfad ändern, sodass Sie einen zweiten MetaTrader installieren können und diesen dann entsprechend für Tests nutzen. Ja, dann haben Sie einen MetaTrader für Ihr Live-Konto, wo dann wirklich alles funktioniert, wie Sie das haben möchten, und immer noch einen zweiten MetaTrader, wo Sie alles entsprechend testen können. Aber ganz wichtig hier, dadurch, dass das nicht unser Projekt ist, übernehmen wir da keine Haftung und die Nutzung ist auf eigene Gefahr. Ich kann aber sagen, dass ich noch nie Probleme hatte damit, das, was ich bis jetzt genutzt habe, noch nie Probleme hatte mit irgendwelchen Indikatoren, die von der Community kamen. Ja, also bis jetzt da keine schlechte Erfahrung gemacht. Nichtsdestotrotz, wir wissen das ja, kann man es nie ausschließen. Okay? Gut, genau, und wer die zur Verfügung stellt, ja, das sind Nutzer wie Sie und ich, die aber zusätzlich noch Programmierkenntnisse haben und das Ganze entsprechend ja, realisieren können, die Ideen. Und also wirklich, ich habe da schon Dinge gesehen, da wäre ich niemals auf die Idee gekommen. Da gibt es wirklich fast alles. Und solche Sachen wie prozentuale Anzeige und so weiter, was ja durchaus auch andere Trading-Software haben, Plattformen, da gibt es genügend Versionen, die das Ganze dann anzeigen können. Gut, Mensch, da haben wir ja ganz schön lange überzogen. Ich hoffe, dass das für Sie trotzdem informativ war. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Wichtiges, wirklich Wichtiges vergessen habe. Vielleicht noch die Information, dass Sie sehen ja hier, diese Werkzeugleiste ist jetzt etwas anders, als Sie vom MetaTrader 4 kennen. Da fehlen einige Dinge, zum Beispiel hier Werkzeugleiste Periodizität, ne? Und das Ganze können Sie dann auch direkt bearbeiten, sodass Sie von hier aus dann direkt den 10-Minuten-Chart anwenden können, ja, so zum Beispiel. Und wir werden für den MetaTrader 5 werden wir einzelne Videos noch erstellen, wo wir wirklich dann detailliert die einzelnen Punkte nochmal durchgehen als Tutorial. Also falls irgendeine Frage jetzt heute nicht beantwortet wurde, dann einfach auf diese Videos, Tutorials warten. Aber, beziehungsweise nicht warten, so lange brauchen Sie nicht warten. Kommen Sie schon vorher auf uns zu, schreiben Sie uns eine E-Mail, selbstverständlich gerne eine E-Mail. Hier war die Frage, ob eine E-Mail an FixFlat diesbezüglich schicken kann. Sehr, sehr gerne. Ich bitte auch darum, dass Sie da uns benachrichtigen, wenn Sie Fragen haben. Ja, vielen Dank auch, dass Sie anwesend waren. Schönen Abend. Und bitte gerne melden bei uns im Team, Service-Team, FXFlat, service@fxflat.com, die E-Mail-Adresse. Und dann können wir da alles weitere besprechen, wenn Sie noch Fragen haben. Okay? Ich bedanke mich an der Stelle. Vielen Dank für die Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch, dass Sie da wirklich jetzt einen Mehrwert aus diesem Webinar gewonnen haben, mitnehmen können. Und ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen guten Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, passen Sie auf Ihre Position auf. Auf Wiedersehen. Tschüss.